Herzlich willkommen bei MixTV. Mein Name ist Silvia und ich möchte heute mit euch die Hähnchenbrust mit Gnocchi kochen. Das ist heute unsere vierte Sendung. Und bevor es losgeht, möchten wir euch gerne die Zutaten vorstellen, die wir euch jetzt auch kurz einblenden. Dazu gehören die Gnocchi. Das Gnocchi auf, man würde sagen, Nockern, ist halt italienisch. Und das sind italienische Teigspezialitäten. Dazu kommt Mozzarella, die Hähnchenbrust, Tomaten und für die Soße dann nachher ein bisschen Sahne, ein bisschen Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauch. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon starten. Silvia, was brauchen wir denn noch an Küchenutensilien? An Küchenutensilien? Ja, den Thermomix natürlich. Ansonsten eigentlich nur ein Messer für die Zwiebel zu schälen, für den Knoblauch zu schälen. Und ansonsten habe ich eigentlich alles soweit auch schon vorbereitet. Die Auflaufform ist schon eingeölt. Der Backofen ist vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Das könntet ihr dann jetzt auch schon machen. Die Form habe ich schon mit Olivenöl ausgerieben. Da würde ich jetzt die Gnocchi einfüllen. Einfach so ungekocht? Einfach ungekocht einfüllen. Ja, die sind aus dem Kühlregal. 500 Gramm aus dem Kühlregal. Ist auch wieder ein sehr schnell zubereitetes Gericht, auch für die ganze Familie sicherlich. Die mag das sicherlich sehr gerne. So. Ja, die Gnocchi habe ich eingefüllt. Dann würde ich jetzt die Hähnchenbrust auf die Gnocchi legen. Ach, spannend. Wird das dann quasi in der Soße gekocht, dann im Backofen? Genau. Ah. Die Hähnchenbrust wird gleich mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das ist natürlich der Vorteil direkt mal, da bleibt das Hähnchen schön saftig. Genau. Also sind ja zwei Hähnchenbrüste habe ich vorbereitet, habe ich in Scheiben geschnitten, dazu die 500 Gramm Gnocchi. Das müsste also für einen 4-Personen-Haushalt reichen. Cool. So. Also mal wichtig bei Hähnchenfleisch danach die Hände zu waschen. Ganz genau. So, Salz und Pfeffer. Das Ganze gewürzt. Ja, wir haben das Feedback bekommen, dass die Pfeffermühle zu laut ist. Ja, deswegen haben wir heute eine neue eingesetzt. Übrigens, vielen Dank. Die von Gefu ist wirklich super, also da sind wir sehr begeistert von. Ja. So, jetzt muss man gerade schauen. Also Auflaufform, Gnocchi haben wir eingefüllt, Hähnchenbrust liegt oben auf. Tomaten, Mozzarella habe ich auch schon in Scheiben geschnitten. Die Tomaten werden jetzt auf die Hähnchenbrust gelegt. Und dann kommt noch der Mozzarella oben drauf. Also das ist nun wirklich schnell in der Vorbereitung, ja, ne? Also das ist wunderbar. Auch wieder ein Easy-Peasy-Rezept. So, die Mozzarella war schon vorbereitet, schon in Scheiben geschnitten. So, dann nehme ich auch am liebsten eigentlich den Büffelmozzarella, weil geschmacklich ist der natürlich das ist super. Wesentlich schöner. So. So, und dann kommen wir jetzt zu dem, was dann der Thermomix machen soll, nämlich die Soße. Dafür angeschaltet ist er schon. Dafür Zwiebel. Die wird für immer halbiert. Das kennt ihr schon. Ja, und jetzt mein Lieblingsmove, ne? Klar, der muss sein. So, 5 Sekunden, Stufe 5. Kurz warten. So, dann wie immer die Zwiebel mit dem Spatel nach unten schieben. Dann kommen jetzt 20 Gramm Olivenöl dazu. So. Das Ganze wird dann 4 Minuten bei 120 Grad. Stufe 1 gedünstet. Erstmal kleinen Leerlauf. Ja, den können wir ja füllen. Also wir wollen uns mal bedanken bei euch, ne? Also dass ihr die letzten Wochen unser neues Format hier so wunderbar angenommen habt. Ja. Das haben wir so tatsächlich gar nicht erwartet. Ja, es war super. Also die Resonanz, das Feedback war toll. Wir haben ja auch den Live-Chat gemacht, wurden auch direkt Fragen beantwortet. Also ja, von daher haben wir uns natürlich auch entschlossen, dass dann jeden Montag jetzt zu zeigen. Und ja.
sind gespannt, wie ihr die nächsten Sendungen annimmt. Ja, wir werden uns auch immer weiter verbessern. Also ihr werdet immer merken, wir arbeiten noch dran, dass wir hier bestmöglich, da kommt die Post wieder. Das ist übrigens auch ein wiederkehrendes Ding bei uns. Absolut, ne? Ja. Also, wenn die Tür dreimal klingelt, ist hier der Postmann vor der Tür. Okay, Silvia, wenn der Postmann zweimal klingelt. Nein, aber nee, also wirklich, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, auch fürs Teilen und dass ihr auch fleißig Fragen stellt. Und ihr könnt auch immer Fragen stellen, die wir auch gerne mal in einer der nächsten Ausgaben beantworten werden hier. Und unseren YouTube-Kanal könnt ihr abonnieren, da sind wir auch. Den kennen vielleicht die wenigsten von euch, dass wir den auch haben, aber... Da könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, ein Like fürs Video, auch bei Facebook natürlich. Und sagt es euren Freundinnen und Freunden. Genau. Würden uns sehr freuen. Ja. Auch Feedback natürlich immer. Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir vielleicht mal besser machen können. Wir stehen ja noch am Anfang und ja, da kann man mit Sicherheit auch noch vieles verändern und vieles besser machen. Absolut. Wir sind da sehr offen. Ganz genau. Wie aber eine Ausgabe natürlich. Das ist ja noch unsere aktuelle Ausgabe. Wir sind aber schon in Vorbereitung natürlich der Juli-Ausgabe, die dann direkt am 2. Juli auch erscheinen wird. Das ist noch die Mai-Ausgabe, die jetzt aktuell auch noch im Handel ist. Und am 2. Juli erscheint dann unsere Sommerausgabe. Da freuen wir uns drauf, weil die Sommerausgabe, ja, das ist... Ja, da, Sommer, Sonne, leichte, schöne Gerichte, ja, leckere Gerichte. Genau, und gerade nach der Zeit, die wir hatten, wollen wir auch wieder nach draußen. Ne? Genau. Wir wollen auch gerne mal wieder draußen was kochen mit Freunden. Ich hoffe... Absolut. Dass das bis dann auch alles wieder möglich ist, aber... Ja, die Schränke sind ja jetzt erstmal bis zum 30. Juni und dann... Genau. Ja, dann geht's ja weiter. Ah, dann schauen wir mal. Und dann in der neuen Mix. Auf mix-shop.de könnt ihr die natürlich kaufen, genauso wie Zubehör. Unser Sparte ist ab dem Juli dann auch dort verfügbar. Wir haben den ja labeln lassen hier mit Mix. Wunderbar. Er ist ein Allzweckhelfer. Ne? Den kann man natürlich nicht nur für den Thermomix benutzen. Ja. Also ich habe den auch täglich, auch wenn ich nicht mit dem Thermomix koche, habe ich den auch so täglich im Einsatz. Ja. Also das ist schon ein praktischer Helfer. Ja, viele weitere nützliche Artikel rund um den Thermomix und natürlich Bücher. Ja, viele Bücher, Mixtipp-Bücher von unseren Freunden von Ezio und Lempertz. Dort könnt ihr dann natürlich auch zuschlagen. Ja, und ich glaube, ihr werdet viel finden. Und der Content, wie wir ihn hier nennen, der wird nicht ausgehen und ihr werdet natürlich für zu Hause immer weitere Rezepte bekommen, die ihr nachkochen könnt. Genau. Guck mal, so haben wir fast 4 Minuten rumbekommen. Das ist die Magie. Die Magie der Rhetorik. Wir machen ja jetzt noch eine Soße. Ja. Dafür haben wir jetzt schon die Zwiebeln und den Knoblauch angedünstet. Da kommt dann jetzt noch das Tomatenmark und die Sahne und die Gemüsebrühe dazu. Wird noch ein bisschen abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, Zucker und italienischen Kräutern, also getrocknete italienische Kräuter. Basilikum, Oregano, Rosmarin, Thymian, alles schön getrocknet und es gibt einen guten Geschmack. Ach, das ist einfach auch gut. Das kannst du ja schon wunderbar vorbereiten. Ne? Du könntest das irgendwie vormittags machen, stellst es so lange in den Kühlschrank. Das Hühnchen muss ja immer gekühlt bleiben. Absolut, ja. Du hast es auch frisch aus dem Kühlschrank rausgeholt gerade hier. Ja. Und dann kann man da die Soße natürlich super frisch draufgeben, damit es dann rechtzeitig, wenn die Kinder aus der Schule, also theoretisch aus der Schule wieder da sind, auch direkt auf dem Tisch stehen kann. Ne? Ja, das Schöne ist halt auch, man braucht nur den Mixtopf, nur die Auflaufform und keine weitere Pfanne und nichts. Ne? Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich könnt ihr das auch alles abends kochen. Ja? Also wir haben ganz oft die Frage bekommen, warum denn am Montag um 10.30 Uhr? Ja, das ist. Wir mussten uns dafür eine Zeit entscheiden und deswegen haben wir uns für Montag 10.30 Uhr entschieden. Aber ihr könnt das natürlich jederzeit abrufen und nachkochen. Ne? Also keine Sorge. Genau. Was ist das jetzt? So, da habe ich jetzt Gemüsebrühe. Davon kommen jetzt 200 Gramm dran. Also 5 Gramm mehr wären jetzt auch kein Problem. So, 200 Gramm. Die Sahne, 70 Gramm. So. Auch das Ganze wird wieder gewürzt mit Salz und Pfeffer. Je nach Geschmack. Der eine mag ein bisschen mehr Salz, der andere ein bisschen weniger. So, dann Zucker, einen halben Teelöffel und 2 Löffel Tomatenmark.
ein, bevor es losgeht. Die italienischen Kräuter fehlen noch. Vielleicht immer nochmal, was man sehen möchte. Ja, es ist einfach, ne? Bevor es dann jetzt nochmal kurz aufgekocht wird. 5 Minuten. Das ist wieder die Abkühlzeit. So, diese genau. Ominösen 8 Sekunden, ne? Ja. So. 5 Minuten sind um. Unsere Soße. Schauen wir mal rein. Riecht lecker. Oh ja. Sieht gut aus. Oh ja. Und oh ja. Gekocht. So, nehmen wir jetzt. Gieße ich jetzt hier drüber. Ich finde diese Gerichte. Also kann man jetzt mit dem Thermomix machen oder kann man auch konventionell machen? War auch eine Frage, ne? Kann ich das nur machen, wenn ich einen Thermomix habe? Nein. Ne? Ihr könnt diese Gerichte natürlich auch ganz konventionell kochen. Da übrigens Christine Birnbaum aus der Mix-Redaktion auch zu sehen. Hallo, grüß dich, Christine. So, und dann gehen wir mal damit zum Ofen, wa? Ohne Käse, einfach so rein. Genau. Sensationell. Schon drüber. Ach stimmt, der Mozzarella. Silvia, zum Glück passt du auf. Ja, ne? Aber wäre schlimm, wenn nicht. Ja. So, 200 Grad. Halbe Stunde Ober-Unterhitze. Haben wir jetzt eine halbe Stunde Zeit, die Küche aufzuräumen und den Tisch zu decken. Die halbe Stunde endet in 3, 2, 1. Die 30 Minuten sind um und unsere Noppen sind fertig. Oh, das duftet so toll und sieht, es sieht mega gut aus. Absolut. So. Und das jetzt auf den Teller. Boah, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Boah. Mir auch. Wow. Und es ist wirklich vom Aufwand her echt überschaubar, ne? Also du kannst es wunderbar vorbereiten. Und ich mag diese Gerichte, die in Soße kochen, weil dann bleibt alles echt schön saftig. Boah, guck dir das an. Sieht das gut aus. Sehr. Dekorieren wir das noch ein bisschen mit einem Basilikumblättchen. Das ganze Rezept kriegt ihr natürlich auch und in der Videobeschreibung. Sind unsere Gnocchi mit Hähnchenbrust. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit und alles Gute. Bis nächste Woche wieder. Ciao, eure Silvia.